Hallo, ich bin Kenan Karaman und ihr guckt jetzt den Club der Roten Dichter auf H1. Schuss von Wehwetter springt von der Latte zurück. Pohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Uhr und was zerquetschte. Es ist vor Weihnachtszeit und es ist der Club der Roten Dichter zum letzten Mal vor der Winterpause, vor Weihnachten in diesem Jahr. Wir haben heute unglaublich viele tolle Sachen geplant und vorbereitet und haben hier noch Überraschungen im Studio versteckt, unter anderem, das werden Sie gleich noch merken, aber vor allen Dingen haben wir irgendwo im Studio meine charmante Kollegin Mareile Ide versteckt. Mal schauen, ob sie sie... Ach, das ging ja schnell. Gut, da ist sie. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, du hast dich auch schon festlich gekleidet. Ja, ich habe mich in etwas weihnachtlichen Farben heute angezogen, aber Matthias, du auch. Also ja. Matthias Wieland im Übrigen für alle, die ihn nicht kennen. Ja, ich mache ein paar Geräusche manchmal mit dem Hals. Na, so. Du bist auch im weihnachtlichen roten Strickpullover, das ist nicht sehr schön. Ich dachte, ein bisschen muss schon sein. Genau, wir haben hier im Studio auch noch lustige Tiere versteckt. Ja. Ob sie die allerdings so schnell zu sehen bekommen, wissen wir nicht. Mal gucken. Es sind heute zwei Hunde bei uns zu Gast. Wir haben ja normalerweise ein Orakel, das der Hunderasse angehört. Heute sind es zwei. Beide waren auch schon für uns im Einsatz, das eine regelmäßig. Das andere Orakel quasi als Vertretung. Erstmal ganz wichtig hier natürlich, ne? Erstmal die Kerzen verwenden und an sich ist es ja so, wir wollen heute über Fußball reden, das heißt, Wahnsinn, man darf uns ne? anreden. 3670170 ist die Telefonnummer, unter der man uns erreichen kann. Wir wollen uns unterhalten, natürlich über heiße Feuerzeuge. Wir wollen uns unterhalten. Weißt du, was hilft? Ans Ohrläppchen halten. Das leitet die Hitze ab. Bei dir selber. Verstehe. Also, wenn Sie sich zu Hause verbrannt haben, hier gibt es heute auch Tipps für sowas. Ja. Ans Ohrläppchen halten. Ne? Und jetzt versuche ich doch nochmal. Schluss. Was? Achso, ich dachte, du meinst mich. Nee, die Hunde machen jetzt hier langsam. Vierte Kerze, so, wunderbar. Ja, also wir wollen uns natürlich über die Burgfestspiele von Hannover 96 unterhalten. Augsburg zu Hause, hier bei uns. Freiburg, gerade erst gestern. Wer dazu eine Anmerkung hat oder generell vielleicht auch nochmal eine Bilanz ziehen möchte, jetzt wie es denn nun gewesen ist, die Hinrunde, ist alles so ein bisschen komisch verlaufen dieses Jahr, finde ich, so ein bisschen. Und auch unsere, man weiß nicht so richtig, wo wir stehen. Also auf dem 8., das wissen wir inzwischen. Ja, aber so ganz, also ich glaube, ganz unzufrieden müssen wir nicht sein. Ich glaube, so ganz unzufrieden müssen wir nicht sein, auch wenn unsere Tabelle sich gerade leicht nach unten verabschiedet. Macht aber nichts. Ich packe uns mal schnell auf den 8., der Rest wird dann irgendwie... Genau. Ach, also ich meine, wir immer noch mal. Das Wichtigste sind ja sowieso, das kennt man ja, sind ja wir ruhig da unten. Tabellarisch haben wir eigentlich blendende Aussichten. Sind in alle Richtungen offen? Genau, naja, nach unten sind wir gar nicht. Also ich meine, sieht's besser aus, gut, ja. Natürlich ist das auch alles noch machbar, auch noch nach unten sich zu verbessern. Es gibt, aber man braucht ja immer nur drei Mannschaften, die schlechter sind als einer. Genau. Und ja, es gibt ja Borussia Dortmund. Och Mann, also ich finde das eigentlich gar nicht so witzig. Entschuldigung. Die tun mir schon arg leid, auch wenn sie mal wieder wirklich sehr bescheiden gespielt haben. Ja, apropos bescheiden spielen. Mhm. Findest du, dass Hannover 96 in diesen beiden Partien, die wir jetzt unter der Woche und am gestrigen Sonntag bestaunen durften, dass sie bescheiden gespielt haben? Oder findest du, dass sie eigentlich ganz gut gespielt haben? Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, das ist bei 96 derzeit so schwierig. Das war oft schwierig, aber in dieser Saison habe ich so das Gefühl, hat man so weg... Ja, vielen Dank nochmal für die... Ja, gut. Hat man so das Gefühl, dass es so im Spiel dauernd changiert hin und her. Also so wie Jiří Steiner früher immer auch ganz schnell zwischen, wie hieß es früher, immer Champions League und Kreisklasse, genau. Genie und Wahnsinn, genau. Hin und her irrlichtern konnte in einem Spiel. So kann das irgendwie jetzt die ganze Mannschaft. Wir haben irgendwie eine seltsame Truppe. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde vieles daran unterhaltsam, auch oftmals zu gut im Fußball fähig. Das hat man gegen Augsburg teilweise gesehen. Das hat man in der ersten Halbzeit, finde ich, auch gegen Freiburg ich gesehen. Ich fand ja, dass sie in der ersten Halbzeit gegen Freiburg phasenweise hinreißend gespielt haben. Es haben auch beide, im lustigen Spiel stand auch in der Zeitung, beide Trainer haben sozusagen nach dem Spiel von der besten Halbzeit-Saisonleistung ihrer Mannschaft gesprochen. Korkut natürlich von der ersten Halbzeit, Streich von der zweiten Halbzeit. Der einzige Unterschied ist, wir haben dann immerhin doch noch auch noch zwei Tore wieder gut gemacht. Wobei man sagen kann, mit ein bisschen Hilfe, ne? Also weihnachtliche Zeit, kleines Geschenk von den Freiburgern, das 2:2, war sicherlich irgendwo auch verdient. Aber und man muss auch sagen, dass der zweite Treffer von Freiburg an sich eigentlich nicht gefallen wäre denn der gute
Abwehrspieler, ich habe mir jetzt gerade den Namen vergessen, Kempf, kann das sein, dass der Kempf heißt? Wenn der schon vom Platz runter gewesen wäre, was eigentlich hätte der Fall sein müssen? Im Grunde gibt es da keine zwei Meinungen. Lars Stindl war sowas von deutlich letzter Mann, wie man nicht deutlicher letzter Mann sein kann. Da muss man dann ja tatsächlich, da sagt die Regel, glaube ich, eindeutig. Da hast, Ich glaube, da hat man keinen Ermessensspielraum, nur dann, wenn noch einer mitgelaufen ist und man sich denken kann, so, der hätte noch theoretisch eingreifen können. Oder es wäre keine klare Torchance gewesen. Aber wenn man allein auf dem Torwart... Alleine vom Torwart ist eigentlich, es sei denn, wenn es Briand gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, nee, Briand alleine vom Torwart, das ist keine klare... Also ganz ehrlich, ich mag Briand, ich finde ihn großartig, er ist bloß leider kein Fußballer. Also er kann unglaublich viel, er macht auch tolle Sachen auf dem Platz. Es ist nur, also mit dem Ball... Ne? Also das ist bei Briand sicherlich in Freiburg auch wieder von etwas größerer Überschaubarkeit gewesen, als es gegen Augsburg war, fand ich. Er macht in jedem Spiel tolle Sachen, aber oftmals folgen dann wieder ganz fürchterliche Sachen. Das ist aber so wie bei Steiner eigentlich, ne? Ja, vielleicht muss ich mich tatsächlich immer mehr daran gewöhnen, dass wahrscheinlich er wirklich eigentlich mir immer mehr ans Herz wachsen müsste. Ja, also ich mag Jimmy gerne und... Ja, dieses 2:2. Also was mich eigentlich viel mehr interessiert als dieses Endergebnis. Ich habe vorher gesagt, ich möchte einen Punkt haben. Damit bin ich zufrieden, weil es in Freiburg für uns auch oft blöd gelaufen ist. Und diese Wuseligkeit, die Mannschaft von Christian Streich entfachen kann, das hat man da wieder gesehen. Das ist total unangenehm, finde ich. Also für eine Mannschaft wie 96 nicht leicht zu spielen. Das stimmt. So, deswegen bin ich unterm Strich mit dem Ergebnis zufrieden. Was ich aber viel interessanter finde, ist, wie kommt das zustande, dass 96 so dominant auftritt in der ersten Halbzeit. Da hat ja Freiburg wenig Land gesehen. Das stimmt. Und dann in der zweiten Halbzeit davon plötzlich fast nichts mehr zu sehen war. Ja, da wäre jetzt die Frage, ist das dieses der psychologisch wichtig, man sagt, spricht ja immer vom psychologisch wichtigen Zeitpunkt, zu dem das 1:0 für Freiburg gefallen ist. Kann das vielleicht der Grund gewesen sein? Ich meine, wir fragen auch immer noch Sie da draußen, ich weiß, Sie sind schon dazu übergegangen, den Weihnachtsbraten zu entfrosten oder sich auf andere Weise schon mal aufs Fest vorzubereiten, aber noch ist die Saison nicht zu Ende. Die Saison ist gefälligst zu Ende. Das ist so wie mit der sechsten Stunde. Es ist vorbei, wenn ich sage. Ne? Genau, also nicht, wenn es klingelt. Die Bundesliga mag schon geläutet haben, aber wir sind noch da und machen noch einmal und wollen also schon auch noch hören, was Sie vielleicht noch so kurz vor Weihnachten zu sagen haben. Wir haben schon eine Meldung bekommen. Der junge Mann oder der Herr, der sich gerne lieber so aus der Entfernung meldet, hat sich auch heute wieder gemeldet. Rolf aus Empele wünscht uns, wünscht wahrscheinlich allen, nehme ich mal an, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Da freuen wir uns und schließen uns schon mal an. Ja, und wünschen vor allen Dingen selbiges. Ja, natürlich. Ne? Genau. Lieber Rolf, vielen schließen Dank. Schließen wir uns an. Ja, deswegen sagte ich, wir schließen uns an. Hier, könnt ihr unten mal wieder die Idee von Friede auf Erden auch ein bisschen... Hunde, ganz im Ernst, ja? Du hörst dich erstmal an wie ein ganz anderes Tier. Jetzt macht ihr keinen Minderwertigkeitskomplex zu Weihnachten. Außerdem hast du einen leichten Überbiss, Unterbiss. So, herzlich willkommen zum Hundeclub. Ja. Gut, wir haben aber... Neben den Spielen natürlich auch noch andere Themen mitgebracht, die wir heute so vielleicht mal einfach lose einstreuen. Und ich finde, bevor wir weiter über Fußball reden, wir können ja mal schauen, wir wollen ja lieber mit den Leuten noch über Fußball reden. Ja, analysieren natürlich. Können wir immer noch, wir wollen auch noch mal zurückschauen auf die Saison gleich. Ja. Würde ich sagen, machen wir aber erstmal was anderes und zwar das hier. Das ist auch vor kurzem bei uns hier reingeschneit. Christian Bacotessa, ein Name, der mir nichts sagt, ein Name, der Ihnen nichts sagt, singt für den besten Fußballverein der Welt. Das ist Hannover 96, das ist ein Name, der sagt mir was. Hinten drauf, nee, irgendwo wurde doch erklärt, wer er ist. Ich glaube, mir wurde gerade von unserer lieben Nathalie erklärt, dass dieser Mensch beim Supertalent mitgemacht hat. Das ist eine Sendung, die ich nicht sehe, deswegen kenne ich ihn nicht. Und er ist nicht Erster geworden. Wir wissen nicht, ob er Zweiter, Siebter oder Zwölfter geworden ist. Auf jeden Fall nicht Erster, sonst würden wir ihn auch nicht kennen, weil dann hätten wir ihn jetzt schon wieder vergessen. Aber egal, wenn er Erster geworden wäre, hätte man ihn zumindest in der Presse lesen können. Also diesen Menschen zum Beispiel, den kenne ich. Es gab doch mal so einen, der... Simoni? Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Michael Hirte, der hat beim Supertalent Panflöte gespielt. Ich hatte ihn gerade erfolgreich vergessen. Oh, wir haben jetzt aber gerade einen Anrufer. Ja. Meine Damen und Herren, auch das ist der Sinn Ihres Anrufs. Sie können Christian Bacotessa verhindern. Genau. Gut, das hat jetzt schon mal der Manfred geschafft. Ich glaube, der Manfred stimmt. Der Manfred hatte mit uns eine Verabredung, beziehungsweise noch ein Hühnchen oder ein paar Punkte zu rupfen. Denn er hatte, glaube ich, eine Prognose gemacht, an welchem Platz oder mit wie vielen Punkten wir heute dastehen müssten. Richtig, Manfred? Ja. Grüß dich. Okay, hallo. Hallo, hat aber nicht ganz hingehauen. Warst du nicht der 30-Punkte-Mann? Ja. Ja. Na gut. 30 Punkte, okay. Zwei Siege drunter, das ist... Mhm. Wann hast du den Tipp abgegeben, weißt du das noch? Ja, nach dem Hertha-Spiel, 11. Spieltag.
Nach welchem Spiel? Ja. Hertha-Spiel. Hertha. Spieltag. Ja. Nach dem Hertha-Spiel. Naja, gut, da war ja noch ein bisschen was zu absolvieren. Du bist mit 2 Punkten drunter. Ich finde, dass das. Mit 2 Punkten, sage ich schon, mit 2 Siegen, bist du drunter. Was wären denn deiner Meinung nach, gab es denn Spiele, wo du hinterher gedacht hast, das wären eigentlich in meiner Vorstellung Siege gewesen, also 2? Ja. Welche? Bremen und Freiburg. Im Übrigen hätten wir dann aber nur 4 Punkte mehr, muss man ja sagen, weil da haben wir jeweils einen Punkt mitgenommen. Also das stimmt. Ja. Um die 2 Punkte wollen wir nicht streiten. Nee, da hast du recht, das wäre nicht so schlimm. Bremen und Freiburg, ja, das stimmt, aber bei Freiburg hast du doch sicherlich dann auch irgendwann in der zweiten Hälfte gedacht, nee, das wird wohl gar nicht mehr. Oder hattest du zumindest noch Hoffnung, dass es vielleicht sogar noch diesen schönen Ausgang, halbwegs schönen Ausgang nehmen könnte? Nee. Nee, ne? Nee. Also ich weiß nicht, was die im Pausentee hatten. Ganz genau. Das ist, also ich meine, was wäre denn deine Meinung? Hast du irgendeine Theorie anzubieten, was es sein könnte, dass sich so verändert hat? War es wirklich nur das Spiel der Freiburger, das sich so verändert hat, oder war es tatsächlich irgendeine Änderung bei den Hannoveranern im Kopf? Nee, die Hannoveraner haben den Kopf nicht frei gehabt. Weiß nicht. Aber das es war ging doch. Ja, es ging ja auch ganz schnell los. Ich meine, es fiel ja auch tatsächlich auf, es ging ja ganz super schnell auch gleich wieder los. Das würde jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen für diese psychologische sprechen. Die haben ja quasi Sekunden nach dem Anpfiff diese zur zweiten Halbzeit gab es ja nochmal eine großartige Chance für Freiburg, die ja dann nur Zielers Fuß und Sanés Kopf gemeinsam zu verhindern suchten. Und Gott sei Dank es noch geschafft haben, gemeinsam nicht zusammenzutreffen. Auf jeden Fall war die Chance, also das war ja auch nochmal so ein Schuss vor den Bug, gleich nach der Halbzeit. Vielleicht waren das so das Tor und dann gleich noch dieses Ding, dass die 96er gedacht haben, das wird jetzt nichts. Ruhig. Also nicht du, Manfred. Wir schimpfen hier nur ab und zu mal mit unseren Hunden, nicht mit dir. Aber Heavy ist ja in seinen Rucksack die gegangen. Die erste Halbzeit, wie viele Chancen haben die gehabt? Ja, also das muss man schon sagen, dass, also ich glaube, diese beiden Pfostenschüsse von Roselu, das ist eine Mischung aus Unvermögen und Pech gewesen, wobei ich Roselu zugute halte, dass das Pech wahrscheinlich größer war, weil im Grunde macht er eigentlich alles richtig. In Bremen war es doch genauso. Wie bitte? In Bremen war es auch genauso. Ja. Da soll der Kokut mal üben, 4 Stürmer gegen 2 Verteidiger. Wobei es waren ja, also bei Pfostenschüssen ist es ja tatsächlich immer so, muss man ja sagen, so, er muss ja den Ball, also ein Stürmer versucht ja den Ball schon möglichst extrem aufs Tor zu spielen, damit der Torwart nicht rankommt. Ja. Und das ist natürlich, das birgt natürlich dann immer die Gefahr, dass es dann am Pfosten landen könnte. Also. Das ist halt eine Frage der Präzision, die kann natürlich besser werden, aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Also Pfostenschüsse sind ja schon immer meistens Ja, gut. Und im Übrigen muss man ja auch, Roselu, ja durchaus jetzt mal die Bilanz auf den auf den Weihnachtszettel schreiben, dass er in den letzten 5 Spielen immer getroffen hat. Also im Grunde, klar, er hätte noch mehr Tore schießen können, aber im Grunde erfüllt er momentan seine Aufgabe. Ne? Aber was war in Bremen los? Ja. In der zweiten Halbzeit, wir hätten mindestens 5-3 gewinnen können. Oder 6-4. Was waren da für Chancen gewesen? Ja, sicher. Wenn wir 3 Mann nach vorne gegangen sind und schaffen nicht gegen 2 Verteidiger einen Torschuss zu schießen. Jeder versucht, auf eine Verantwortung da irgendwo aufs Tor zu kommen. Das geht nicht. Manfred, ich habe hier nach dem Bremen-Spiel gesagt, dass ich finde, dass das Spiel es wurde ja nicht verloren, aber in der Offensive verloren wurde, weil man da einfach eine höhere Führung hätte zwischenzeitlich rausschießen müssen, wenn du mich fragst. Ja, und das ist natürlich etwas, ich meine, schau dir, mittlerweile ist es ja mit den geschossenen Toren zumindest in Ordnung, ja, aber schau mal, wie lange wir da mit diesen paar Törchen da standen. Und das ist ja offensichtlich, dass es in der Offensive noch bestimmte Abläufe zu verbessern gilt. Und das trifft natürlich auch auf die Stürmer zu, dass die sicherlich noch mehr können. Ich finde nur schön, dass Roselu jetzt eben regelmäßig trifft. Er hatte ja auch eine lange Phase, in der er das vorher überhaupt nicht getroffen hat. Auch wenn es dazu, wie gesagt, eines direkten Geschenks bedarf, damit er dann endlich mal direkt. Aber das ist vielleicht gut, weil jetzt hat er. Obwohl, jetzt ist wieder Winterpause. Ja, aber was ich damit sagen will, ist. Hat ja jetzt 5-mal getroffen. Ja, 5-mal in Folge. Du hast vollkommen recht. Da ist es. 96 hat sich das Leben in Freiburg unnötig schwer gemacht. Die hätten in der ersten Halbzeit deutlich führen müssen. Das stimmt. Und das war fast mit Ansage, dass Freiburg dann das 1-0 macht, fand ich. Und in Bremen war das genau dasselbe. Und das sind eben die Punkte, die uns jetzt fehlen, um da wirklich schon richtig dick da in den
im Geschäft für die oberen Plätze mit dabei zu sein, ob schon natürlich in der Rückrunde alles drin ist. Ich meine, das sind 3 Punkte auf Platz 4 soweit, oder 4 auf Platz 4 und 3 auf Platz 5. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Jedenfalls ist das ja alles völlig in Ordnung, oder findest du nicht? Doch, ich finde es in Ordnung. Ich finde die Mannschaft ja auch nicht schlecht. Die haben ja was aufgebaut. Ja. Die neuen Leute, die gekommen sind, ich halte viel von denen. Was würdest du denn sagen, wenn du hältst viel von ihnen, würdest du denn jetzt sagen, Winterpause, da muss tatsächlich irgend noch was personell getan werden? Also sollte die Mannschaft da nochmal irgendwie aktiv werden? Und wenn ja, auf welchen Positionen? Oder würdest du eher sagen, mit den Leuten versuchen, die jetzt sich so langsam als Mannschaft gefunden haben? Mit den Leuten, die wir jetzt haben. Okay. Also du siehst, im Winter wird es zu teuer. Ja gut, wir haben nicht unbedingt eine gute Historie, was Winterzugänge angeht. Zumindest im Großen war es eher dann so, waren das ja eher so die Notkäufe, die sich dann meistens außer in hannoverschen Diskos nicht so besonders gut auf dem Platz rumgetrieben haben. Ja. Siehst du denn, Matthias? Wir haben doch eigentlich genug Leute da. Ja. Ich meine, gut, wie gesagt, ja. Also du siehst auf keiner Position aktuellen Handlungsbedarf? Nö. Okay, und du, Matthias? Ich würde sagen, draußen muss mal jemand gucken, weil offensichtlich gerade der Paketbote von H1 angefallen wurde, von einem der beiden Hunde. Meiner sitzt hier. Ach, meiner, na gut. Alles gut. Nee, ich würde sagen, also ich hatte eben kurz überlegt, ob man statt Briand einen Fußballer holt, aber eigentlich finde ich... Ach, Mensch, jetzt lass doch mal den Abend in Ruhe. Nein, ich finde das ja alles... nein, also ich denke mal, im Prinzip könnte man mit der Truppe so wahrscheinlich weitermachen, ja. Vorausgesetzt zumindest, da würde ich tatsächlich, aber das sagen ja auch sehr viele, vorausgesetzt Sané bleibt. Den würde ich tatsächlich als relativ wichtig ansehen. Der war ja auch hier noch, er hat zwar auch nicht ganz fehlerfrei gespielt, aber er war trotzdem, finde ich, relativ überzeugend. Ja, er hat halt eine zweite Chance. Ja, also er ist auch einer, der tatsächlich in jedem Spiel bis jetzt jedenfalls auch nach vorne arbeitet und wo man das Gefühl hat, da gibt es auch immer offensiv irgendwelche Situationen mit ihm. Ja. Genau. Ja. Wenn er sich wieder benimmt, wie er es jetzt gemacht hat, warum denn nicht? Ja, also ein guter Fußballer ist er auf jeden Fall. Das hat man jetzt die Auftritte gesehen, die er hingelegt hat. Also von und daher. Schulz, der wird auch nicht mehr lange spielen. Wer? Schulz, der wird ja auch nicht mehr lange. Ja, Schulz Stimmt. hat halt wieder Rücken, ne? Das hat er ja schon seit Jahren. Und das ist mal weniger schlimm, mal schlimmer. Dann haben wir dann noch den Hoffmann. Ja, der müsste eigentlich jetzt auch langsam mal... Wieder Hoffmann, ne? Ja, Sané ist nicht da. Und wir haben ja auch noch Stanke Vitus, ist mir aufgefallen. Ja, der ist ja noch verletzter. Der war im Kader. Ach, der war sogar wieder im Kader, stimmt. Ja, aber der hatte sich doch auch vor kurzem noch relativ massiv verletzt. Ja. Genau. Also haben wir ja durchaus genug. Also gehen wir mal davon aus, dass wenn Joselu das weiter hinkriegt mit dem regelmäßigen Treffen. Das ist übrigens was, Entschuldigung, wenn ich jetzt da noch mal kurz reingrätsche. Wir haben keinen wirklichen Mittelstürmer, wenn Joselu sich mal verletzt, weil Sobek ja auch länger ausfällt. Da könnte man vielleicht noch mal gucken, ob da irgendwie was ob wir da vielleicht noch mal jemanden brauchen. Rumläuft. Gut. Lars Stindl. Naja, Lars Stindl ist kein Mittelstürmer. Aber er ist polyvalent, wie man so schön sagt. Er ist, und hier muss man auch, hier kann man auch wieder zumindest klar feststellen, dass das erste Tor von 96, das Bittencourt dann gemacht hat, war ein Tor des Willens, und zwar des Willens von Lars Stindl. Das war natürlich auch ein bisschen Glück, das hat der Ball dann da an ihm, aber das macht auch nicht jeder Spieler. Aber ein bisschen Glück brauchst du halt immer. Du musst halt, genau, und du musst da sein und der Ball muss dann von dir eben richtig abprallen und das hat man gemerkt. Also das fand ich, das war schon wieder sehr deutlich spürbar. Wer übrigens kein Glück hatte, war am Freitagabend Mainz 05. Ich möchte das noch einmal sagen, dass mir das fürchterlich leid getan hat, weil die ein super Spiel gemacht haben gegen Bayern. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war grausam. Das war wieder 90. Minute, Robben 2-1. Fürchterlich. Die Bayern robben den Mainzern einen Punkt. Ja, kann fürchterlich passieren. Manfred, wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Halt! Erstmal möchte ich von Manfred aber noch hören. Ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank, Manfred. Mit wie vielen Punkten schließen wir denn die Saison ab? Was sagst du? Wie bitte? Ja, wir möchten da irgendeine Prognose von dir haben. Zum Beispiel, mit wie vielen Punkten wir die Saison abschließen? Das ist nicht einfach. Wollen wir mal bedenken, die 13 Jahre, die wir in der Bundesliga sind, Schnitt haben wir 45. Na, sagen wir 48 Punkte. Ja. 48 Punkte. Also nochmal dieselbe Hausnummer wie in der Hinrunde. Ja. Ja, ich glaube, damit legt man dann den guten einstelligen Tabellenplatz hin, der von der Vereinsführung gefordert wurde.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Das könnte sein. Schauen wir mal. 42 ist sozusagen gedanklich notiert. Aber was nicht 48. Heißt... 48. 48, Entschuldigung. Was aber nicht heißt, dass du dich nicht vorher melden darfst nochmal wieder. Manche gerne, ne? Okay. Alles klar. Hab schöne Weihnachten und guten Rutsch, ne? Ja, danke gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So. Und jetzt haben wir noch den Weihnachtsmann am Telefon. Nein, es ist fast. Fast. Der Fritze. Fritze. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr seid ja beide Wunderstürmer. Ihr schießt ja Tore am laufenden Band. Ja, kannst du mal gucken. Mann. Ja, sag mal, wie steht's denn bei RB gegen 60? Not gegen Elend. 1-0 für Leipzig. Okay, alles klar. Ja, dann versäumst du ja nichts, wenn du jetzt uns kurz guckst und mit uns redest. Ja, mit euch rede ich auch lieber. Ja, das ist schön. Das, der Fernseher antwortet ja hoffentlich auch noch nicht. Fritze. Fußball gibt es doch im Fernsehen. Wie bitte? Fußball gibt es viel zu viel im Fernsehen. Ach, ja. das ist doch Quatsch. Dann lieber Sendungen, wo über Fußball geredet wird. Fritze, jetzt gib mal uns deine Meinung zu den letzten beiden Spielen. Ja, gegen Augsburg hervorragend gespielt. Mhm, fand ich auch. Und auch gegen Freiburg nicht schlecht. Aber wieder, nicht wie du sagst, die Stürmer. Und die Hintermannschaft verliert die Spiele. Ja, in Freiburg ist das sicherlich so gewesen, dass das defensiv nicht immer stabil war. Ja, Sakai und Albernholz schlechte Noten, Spiele war schlechte Noten und die Stürmer sind besser benotet. Ja, weil das immer so ist. Na. Also, ja, aber schau, weißt du, das ist doch immer so, wenn ein Stürmer dreimal an Pfosten oder an die Latte schießt, kriegt er trotzdem eine 2. Und wenn ein Abwehrspieler mal 10 cm falsch steht, kriegt er sofort eine 5. Das ist, weißt du, also Stürmer oder Offensivspieler werden tendenziell besser benotet und sind ja, das siehst du ja auch jetzt bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres, dass es erstmal schon außergewöhnlich ist, dass Manuel Neuer als Torhüter überhaupt nominiert ist und dass der es wahnsinnig schwer haben wird, sich gegen solche Offensivleute wie Cristiano Ronaldo durchzusetzen. Bei der Leistung, die Neuer gebracht hat, hat er schon verdient. Ja, natürlich, da ist sich ja, sind sich ja alle einig. Ich weiß auch nicht, ob man in Bayern schon bereit ist für eine solche Statue von Manuel Neuer wie die von Ronaldo. Von Ronaldo in Bronze gegossen. Ja, wunderschön, ne? wunderbar, zauberhaft. Habt ihr gesehen, die Statue? Ja, nicht direkt von Aug zu Aug, aber man hat Bilder davon, ja. Ja. Im Fernsehen habe ich sie vorhin gesehen. Ja, ach guck, so. Haben sie gezeigt. Fritze, was ist denn so dein Resümee der Hinrunde? Ja, es ist zufriedenstellend. Mhm. Also 24 Punkte... Es ist also, der Manfred hat zwar mit 30 gerechnet, zu einem Zeitpunkt, wo es durchaus noch möglich war. Mhm. Sie haben da dann zwei Dinge vergleicht, die nicht unbedingt vergleicht werden mussten. Aber auf der anderen Seite sind zurzeit Ergebnisse, wenn ich überlege, dass Hoffenheim in Berlin 5-0 gewinnt. Aber hast du das Spiel ganz gesehen? Nein. Ich habe das über 90 Minuten gesehen. Also das war von Hertha so eine Katastrophenleistung. Der Schiedsrichter hat auch seinen Teil dazu beigetragen, aber von Hertha, das war wirklich, das habe ich noch zu unserem Kollegen Jens Jeb gesagt, dass wenn man das Spiel von Hertha gesehen hat, dann sieht man wirklich, dass 96 in die erste Tabellenhälfte gehört, weil das einfach ein derart großer Unterschied ist zwischen der Spielkultur, die 96 mittlerweile phasenweise an den Tag legt, und das Gegurke, das Hertha sich da geleistet hat. Das ist ja sowieso das von 96, das da unten, so wie Freiburg, Hertha und auch Köln und auch Paderborn wird da noch landen, dass wir keine große Angst haben brauchen, dass wir um Abstieg spielen. Nein. Das ist meine Meinung. Nein, das denke ich auch nicht. Also da müsste jetzt schon wirklich viel passieren. Da müssten sich, weiß ich nicht, wer alles verletzt. Das kann natürlich alles passieren, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft eine gute Moral hat. Und ich denke, das ist eigentlich auch die Erkenntnis von gestern Abend, dass die Mannschaft, glaube ich, bis zum Schluss dran geglaubt hat. Ansonsten hätten sie, glaube ich, weil natürlich war das unter gütlicher Mithilfe und so, aber kann sich ja dann auch hängen lassen. Ja, natürlich. Und das haben sie nicht gemacht. Gut. Das war gut. Und das hat, glaube ich, auch Zieler gesagt, Moral belohnt und so weiter. Und ich denke, dass die Mannschaft, dass das ein intaktes Team ist und dass wir damit eigentlich ganz zufrieden sein können, wenn jetzt dann noch die Stimmung im Stadion entsprechend wohlwollend wäre, würde ich mich freuen. Es ist doch so, der Torwart hat den Ball zwar vorgelegt und trotzdem musste den erstmal anmachen, denn der war immerhin 18 Meter vom Tor entfernt. Kannst du auch in die Wolken jagen. Nicht? Also es gibt auch welche, die hätten den vorbei oder hochgeschossen, nicht? Also ja. Ja. Ich meine, gut,
Stürmer profitieren oft von Fehlern von der Hintermannschaft. Das ist nun mal so, ja, ne? Ja, Fritze, wenn keine Fehler gemacht werden würden, dann würden keine Tore fallen. Guck mal, nach dem 2-2 hat der Stindl noch die Chance zum 3-2. Ja, hat natürlich. Hat der Torwart hervorragend gehalten. Ja, ja, das stimmt. Also man muss das von allen Seiten so ein bisschen betrachten. Das stimmt. Ich dachte sowieso, ich habe selber Stürmer gespielt, ich weiß, wie das ist, da Tore. Ja, ja, Fritze, bitte. Siehste. Das ist doch ein persönliches Wort. Fritze, wir wollen dir natürlich auf jeden Fall ein ganz frohes Weihnachtsfest noch wünschen. Ja, danke, danke. Ne? Und hoffen, dass du uns auch in der nächsten Saison, also Quatsch, in der nächsten 2015 wieder gewogen bist und anrufst. Ja, es ist ja folgendermaßen, ich wollte euch heute Abend ja besuchen. Du wolltest uns heute besuchen. Ja, heute wollten uns viele besuchen. Auch Volker wollte uns heute Abend besuchen. Das hat aber auch nicht geklappt. Aber mir hätte es geklappt, aber ich habe Angst. Bitte? Ich habe Angst, nachts da am Ehe lang zu laufen. Da laufen so viele ausländische Facharbeiter rum, da habe ich Angst vor. Am Egi? Ja. Da laufen was rum? Ausländische Facharbeiter. Was? Da brauchen wir doch... Ja. Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja, wer macht denn die ganze... Du wirst ja wegen 5 Euro überfallen, Mann. Bitte? Es ist hier gerade ganz viel Tumult. Es ist schwer, wir verstehen dich tatsächlich gerade nicht, auch wenn es komisch ist, aber irgendwie... An den Haltestellen wirst du doch wegen Euro überfallen. Die wollen dein Handy haben, die wollen dein Portemonnaie haben. Okay. Und deswegen bist du heute Abend nicht gekommen? Deswegen bin ich nicht gekommen, weil ich Angst habe. Ah, auch Fritze. Ja, okay, gut. Okay, da können wir jetzt aber, glaube ich, nichts dran machen. Nee, wir können uns höchst am Köpke treffen. Ja, das können wir machen. Da sind nur die ganzen, da sind aber ehrlich gesagt die Besoffenen, vor denen habe ich Angst. Ach so. Ja. So. Fritze, erstmal, wie gesagt, schönen Dank. Wir wollen jetzt noch, wir haben nämlich jetzt unseren, Moment, haben wir zweimal jetzt, Volker. Jetzt bin ich etwas überfragt. Fritze, erstmal schönen Dank, guten Rutsch, frohes Fest und wir sprechen uns 2015, wenn du nicht zu ängstlich bist anzurufen, aber das bist du, glaube ich, nicht. Nein, anrufen tut Fritz. Und dann dass er gesund bleibt, ne? Ja, genau. Du auch bitte, ebenfalls. Ne? Gesundheit kann man nicht kaufen. Ja, genau. Wahres Wort. Danke. Also, alles Gute. Alles Gute dir auch. Mach's gut, Fritz. Wir müssen jetzt mal unsere Regie fragen. Wir haben jetzt hier, also haben wir jetzt zweimal, es sind tatsächlich, das ist interessant. Na, dann machen wir natürlich der Reihenfolge nach. Dann haben wir jetzt erstmal noch den Volker auf Leitung 1, denn ich habe ja gerade schon gesagt, Volker Wiedersheim, der ja eigentlich auch noch zur Sendung gehört, wollte und sollte heute eigentlich kommen, ist auch am Telefon, der kommt aber gleich. Jetzt haben wir erstmal einen anderen Volker. Einen wunderschönen guten Abend, anderer Volker. Bin ich jetzt der andere Volker oder der andere Volker? Nein. Bist du Volker Wiedersheim? Ich bin es jetzt, ja. Du bist dran, ja. Ja gut, prima, hallo. Das muss ich erstmal klären. Das kann ich ja so nicht, hin, ja. Nee, du hast zuerst angerufen, deswegen. Ja, deswegen kommt auch Volker Wiedersheim. Du wolltest was zur Saison sagen. Grüß dich erstmal. Genau, hallo. Hallo. Ja, schöne Grüße auch an euch. Danke. Danke. Und also ich bin eigentlich mit der Punkte, mit dem Tabellenplatz von der Saison eigentlich soweit zufrieden. Ja, ne? Klar kann man sagen, jetzt hätte man gegen Werder gewinnen müssen und gegen Freiburg gewinnen müssen und ja, sowas. Aber dann hätte man auch sagen müssen, da hätte man gegen Dortmund verlieren müssen und zwar auch irgendwie deutlich. Also man kann da die Punktrechnerei betreiben, nach oben, nach unten. Also ich denke mal, das wird schon so ungefähr hinkommen, wie es jetzt gerade im Moment gerade ist. Ja, weil man zum Beispiel gegen Wolfsburg nicht hätte verlieren müssen. Ne? Und ja, genau, so. Da wäre noch ein Punkt drin gewesen und sowas alles. Aber wenn man dann hier solche Spiele wie Dortmund, Köln und vielleicht Schalke abzieht, so, dann sind wir auch wieder da, wo wir jetzt sind. Am Ende gleicht es sich ja gerne aus, sagt man ja auch gerne, was so Ungerechtigkeiten oder Glück und solche Sachen im Fußball angeht. Ja, genau, ich denke. Das Einzige, was ich halt extrem schade finde, ist, dass mal richtig brillant spielen und dann die andere Halbzeit dann irgendwie drei Klassen schlechter. Ja, siehe Freiburg, ne? Das können Sie diesmal irgendwie Freiburg alle. Ja, Freiburg war da wirklich sehr symptomatisch, auch wenn man das ganze Spiel betrachtet, das irgendwie gerecht war, das 2-2. Ja. Auch wenn wir dann am Ende die Mithilfe der Freiburger brauchten, um dann den verdienten Punkt zu kriegen. Ja. Wie bitte, entschuldige? Ich habe gesagt, auch wenn wir dann am Ende die Mithilfe der Freiburger brauchten, um den verdienten Punkt zu kriegen. Was ist denn deine Prognose jetzt, wie es weitergeht? Erstmal die Frage, würdest du würdest du am Personal was verändern oder würdest du auch sagen, genau wie Manfred schon gesagt hat, bleiben bei der Mannschaft? Also das ist ja auch immer so eine Sache zur Winterpause, irgendwelche ausrangierten Spieler von anderen Vereinen einzukaufen. Also ich meine, kein Verein, der einen Spieler irgendwie nicht entbehren möchte, meisten auf dem Markt. Das sei denn, er kriegt irgendwie viel Geld dafür. Und wenn er viel Geld für kriegt, ist das ja auch schon wieder kein Mann für 96.
Und wenn er wegen schlechter Leistung aussortiert wird, bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Was ist mit solchen Schnappern wie Briand? Der war vereinslos, meine ich, ne? Ja, wie gesagt, das ist ja auch, wenn man nicht mal Fußball... Also ich meine, der hat wirklich spielentscheidende Szenen gehabt in den letzten Spielen. Ja, aber Briand spielt natürlich auch manchmal so, dass diese Vereinslosigkeit durchaus berechtigt war. Ja, oh Mann. Das ist ja das, was ich auch sage. Das meine ich ja gar nicht böse, ich meine es fast schon liebevoll bei ihm. Ja. Und ich meine, Wintertransfers zum Beispiel, Dortmund hat ja schon den ersten, glaube ich heute gelesen, den ersten Wintertransfer getätigt, ne? Was denn? Ich glaube, 500.000 Euro nach Flensburg. Nein, im Ernst, die haben wirklich irgendjemanden gekauft. Ich habe zwar vergessen. Die planen schon für die nächste Saison oder was? Nee, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wer es war, aber ich habe irgendeinen Namen heute gelesen. Also irgendeiner ist. Ich habe gar nichts heute gelesen. Ja, doch, einen haben sie schon eingekauft, ja. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ja, gut, aber die haben ja nun auch andere Sorgen als wir, ne? Das stimmt. Die haben 9 Punkte weniger. Das ist richtig. Gehen wir jetzt mal davon aus. Es gibt immer mal einen Schnapper auf dem Markt, wo der interessant ist oder sowas. Ja. Aber gehen wir mal davon aus. Das ist auch immer die Frage, ob man den kriegt. Also grundsätzlich sollte man schon mit dem Stamm erstmal bauen, den man auch unter Dach und Fach hat. Und was meinst du, in welche Richtung es dann geht? Konstant 90 Minuten einzuhauchen. Ja, und was meinst du, in welche Richtung? Was meinst du denn, in welche Richtung es jetzt die Rückrunde eher geht? Ist es eher dieser latente Kampf so ums Mittelfeld oder gehen wir vielleicht sogar nochmal so richtig nach oben? Was meinst du? Also ich bin da ja hoffnungslos optimistisch, zumal auch die letzten tendenziell die zweite Hälfte der Hinserie spielerisch deutlich besser war als die erste, wo wir doch Glück gehabt haben. Ja. Zwar punktemäßig vielleicht ein paar mehr geholt haben, aber spielerisch war es besser, weil da setze ich dann mal auf diese spielerische Note und wenn die sich dann noch ein bisschen festigen, werden vielleicht dann nochmal die nötigen Punkte rumkommen, um vielleicht dichter oder vielleicht sogar auf den internationalen Plätzen zu landen. Weil also 3 Punkte ist ja nun wirklich auch... Ja, also momentan ist nicht erkennbar, warum die Mannschaft nicht im Rennen um die Europapokalplätze sein sollte. Ja. Nee, weil die anderen ja auch so gemischt spielen. Ja, also 96 muss es hinkriegen, das ist was, woran sie wahrscheinlich im Trainingslager auch arbeiten werden. Diese Leistung über 90 Minuten, oder zumindest mal annähernd über 90 Minuten abzurufen. Die Balance zwischen Defensive und Offensive noch etwas stärker ins Gleichgewicht zu bringen und sicherlich und etwas mehr Kaltschnäuzigkeit noch an den Tag zu legen. Ich denke, das sind so die Baustellen. Und vielleicht, wie gesagt, Briand vielleicht über die Weihnachtsferien einfach noch einen Ball mitgeben. Ja, damit er sich mal dran gewöhnt. Also ich baue hier demnächst Briand ein kleines Denkmal und dann stelle ich das vor mich hin und dann kannst du sagen, was du möchtest. Ich mache nichts anderes. Ich denke mal auch, dass dann vielleicht Korkut sich dann das System, was lange Zeit nicht erkennbar war, was sie dann vielleicht ein bisschen mehr verinnerlichen oder so, das wird dann schon werden. Auch Jordan Lewis ist ja ein bisschen konstanter geworden. Dass man den Eindruck hat, er ist ein bisschen besser ins Spiel eingebettet. Und das ist ja eigentlich für so einen Stürmer immer eher ein gutes Zeichen. Ja. Weil es dann sich in Toren dann auch wohl umsetzt, was er ja auch in der zweiten Hälfte der Hinserie ja ein bisschen besser hingekriegt hat. Und Lars Stindl ist so gut wie noch nie. Das ist richtig. Der ist wirklich im Moment wertvoll. Ja. Der hat klar gezeigt, warum er uns so gefehlt hat. Das stimmt. Ja, also von daher haben wir ja eigentlich tatsächlich Grund, optimistisch zu sein. 96, das bleibt festzustellen, bleibt eine Wundertüte. Also sprich, man kann jetzt wirklich noch, es kann alles passieren, denke ich mal, zurück. Grund, aber das macht es ja irgendwo auch so spannend. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch vom einen Volker jetzt zum anderen Volker, der immer noch in der Lehre. Das sieht ganz toll aus. Dann wünsche ich euch noch mal ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön, Volker. Das wünschen wir dir auch. Und allen, die nicht zusehen, schönes Weihnachtsfest. Ne? Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke dir für den Anruf. Ciao. So, dann schauen wir mal, was hier, weil wir sind heute monothematisch, bleiben wir jetzt beim Namen Volker und gucken mal, ob wir noch einen Volker in der Leitung haben. Und das sollte eigentlich heute unser... ist er das oder nein? Nein, der ist noch gar nicht drin. Das sollte eigentlich unser Adventstürchen sein, das wir heute öffnen, unser Überraschungsgast. Man kann es auch sehr schön sehen, dass wir da drüben einen Stuhl nicht etwa für den sich fürchtenden Fritze vorbereitet haben, sondern... Da sollte ja eigentlich sitzen, unser Kollege Volker Wiedersheim. Aber er ist noch nicht im Studio. Er ist noch nicht im Studio, aber er ist irgendwo an der Leitung. Jetzt müsste er da sein. Hallo? Das hört sich immer noch nicht so gut an. Also irgendwie kriegen Sie es gerade nicht hin. Da draußen. Schlimm. Meine Damen und Herren, wenn Sie übrigens zu Hause einen 3D-Fernseher haben, ist das hier viel attraktiver für Sie als für alle anderen Zuschauer gerade. Aber das nur mal so nebenbei. Was machen wir jetzt? Volker?
Ah, Volker wird jetzt auf die 2 gestellt. Ja. Für alle Leute zu Hause, die sich für technische Details interessieren, Volker wird jetzt auf die 2 gestellt. Bitte mal die 2, bitte mal die 2. Rita, was kosten die Kondome? Wir haben ja auch noch 1000 andere Sachen vorbereitet. Wir wollen ja die Revue-Saison passieren lassen. Die Revue-Saison passiert, genau. Ja, genau, wir wollen die Saison-Revue passieren lassen. Aber das wollen wir eigentlich mit Volker tun, der jetzt in Leitung 2 ist. Hallo. Na, hört ihr mich denn jetzt? Ja, hallo Volker. Das stimmt, wir hören dich. Abend. Hi Mareile, hi Matthias. Hallo Grüß Volker, dich. Es ist so bedauerlich, dass du nicht bei uns bist. Ja, absolut, absolut. Und es ist wieder mal dein Feierabend, der dir dazwischen gekommen ist, den du erst später hattest, richtig? Ja. Ja. Hier so eine todtraurige Geschichte. Heute war es eben leider Joe Cocker. Ja. Gut. Wer hätte das gedacht, ne? Udo Jürgens hat quasi das Vorprogramm gemacht für Joe Cocker. Aber was? Ja. Es sterben auch momentan so viele Leute, das ist doch furchtbar. Das ist aber jedes Jahr zu Weihnachten. Ist das die so? Ganzen, ich sag mal, ich habe wirklich mal die Theorie entwickelt, dass so die ganzen, die A-Klasse-Promis wirklich tendenziell es sich aufsparen, so um diese Zeit herum zu gehen. Weil es dann noch so ein prominentes... Ich weiß nicht, das hat ein paar Mal in den letzten Jahren, also es ist sehr oft so gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, aber Heinz Rühmann weiß ich jetzt echt nicht mehr so genau, aber es gab da so einige, die definitiv genau diese Zeit irgendwie... Ja, das ist auf jeden Fall, ist es blöde. Ne? Lass uns aber jetzt nicht so eine morbide Meckerecke hier in der Sendung Nein, überhaupt nicht. Volker, ich habe mir gerade so von Matthias so einen schönen Haarreif aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob du uns siehst. So, also das zum Thema morbide Meckerecke, ne? Nein, überhaupt sehr nicht. Schön. Volker, bist du denn immer noch bei unseren Roten immer schön mit dabei? Wenn es der Job zulässt, wie jetzt zum Beispiel beim Spiel der Roten in Freiburg, habe ich schon arbeiten müssen, aber da ist der Fernseher, sage ich mal, im Blickfeld. Mhm. Okay, und dann wirst du ja sicherlich jetzt auch deine Expertise uns zu Gehör bringen. Also der Volker, der vor mir dran war, der hat für einen Volker schon sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Ich glaube gar nicht, dass ich das unbedingt toppen kann. Wo ich eine abweichende Meinung habe, ist das Thema der Wintertransfers. Okay. Ich wünsche mir unbedingt Transfers. Was wünschst du dir denn? Ich möchte euch wahrscheinlich damit verstören, dass ich sage, es ist mir eigentlich scheißegal, auf welcher Position. Mir fehlt bei Hannover 96 im Moment nicht die Stabilität rechts hinten oder die Durchschlagskraft und Effizienz vorne oder auch das Betonöse vor der Abwehr-Viererkette im Mittelfeld, sondern mir fehlt einfach ein bisschen Lametta. Lametta. Okay. Lametta fehlt dir. Wobei, apropos Lametta, 96 hat im Augenblick tatsächlich, wie jede Fußballmannschaft, die was auf sich hält, die aktuelle Wind-Schrägfrisur, ne? Rosselu trägt die sehr interessant. Das hat aber jede Mannschaft gerade irgendwie. Das ist irgendwie Vorschrift, ansonsten darfst du in der Bundesliga nicht antreten. Das du musst mindestens einen Spieler... Das ist die Nachfolge der alten Ausländerregel, dass man nur bis zum bestimmten... Jetzt muss mindestens ein Spieler mit dieser Frisur haben. Sonst darfst du nicht mitmachen. Damit es ein bisschen schwieriger wird. Wird keine Lizenz erteilt. Okay, Lametta sollte her. Also das heißt mit anderen Worten, wen sollten wir holen? Keine Ahnung, irgendjemand Spannendes. Irgendwen Spannendes. Da spricht ein bisschen der Journalist, oder? Also ich hätte ja gerne entweder Tobias Werner oder Daniel Bayer von Augsburg. Wären die spannend? Klingt beides interessant, aber schau mal, es ist doch so, wie es mein Vorredner gesagt hat, mit Glück, und nee, wie du es gesagt hast, Mareile, mit Glück und ein bisschen... Eine Mischung aus Glück und Unvermögen. Eine Mischung aus Glück und ein bisschen Anstrengung kann Hannover 96 um die europäischen Plätze mitspielen. Mhm. Aber wenn das nicht passiert, ich denke, nach unten hin sind sie nicht gefährdet. Mhm. Und mir graut davor, eine langweilige So-So-Lala-Rückrunde zu erleben, wo man so zwischen Platz 8 und 11 mitschwimmt. Jörg Schmadtke hat doch, glaube ich, mal gesagt, kommt alle ins Stadion, wir wollen Neunter werden. Ne? Ja. Also, Motivator. Im Moment ist die Truppe noch ein bisschen, ich weiß nicht, mir fehlt noch so ein bisschen der Unterhaltungsfaktor. Und ich muss ehrlich sagen, ihr habt ja eben über Wintertransfers gesprochen. Und
Spielertypen, die an den Markt kommen in der Winterpause, das sind ja zum Beispiel solche Leute wie Salih Sané. Aber ja, um Gottes Willen, wenn 96 so einen noch nicht hätte, dann müssten sie ihn jetzt dringend holen. Mhm. Und die Vorstellung, dass der von 96, wie es noch vor einigen Wochen schien, auf den Transfermarkt gesetzt werden könnte und man heilfroh wäre, wenn er Hannover verließe, ja, eine schreckliche Vorstellung, weil das ist doch der Typ, auf den man im Moment guckt, der überhaupt so ein bisschen, der hat Unterhaltungswert. Ja, der ist halt eben in der Birne spätpubertär. Ja, aber in Freiburg doch sicherlich einer der guten, wenn nicht sogar einer der besten 96er. Ja, ist halt ein bisschen ein Knallbonbon, ne? Aber warum soll man nicht so einen auch in der Mannschaft haben? Also ich glaube, er ist ja sehr beliebt. Also ich glaube, für schlechtes Klima sorgt er nicht. Ja. Und bei den Fans, glaube ich, hat man auch das Gefühl, dass er sehr beliebt ist. Bei den Fans ist es ja immer noch so, dass die weitgehend selbst für ihr schlechtes Klima sorgen. Ja, Gott, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also da werde ich halt richtig böse, wenn wir darüber anfangen zu sprechen. Nein, lass es raus, ist ja okay. Aber Europa, die Teilnahme am europäischen Wettbewerb ist immer ein Geschenk. Wenn man das aber nicht hat, dann sind unterhaltsame Spieler für mich ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft oder der Verein, wenn es denn geht, dann doch bitte diese Chance ergreifen soll, zumindest über einen der unteren Europapokalplätze in dieses Geschäft hineinzukommen, weil ich glaube, dass es andernfalls wirklich schwierig wird, solche sehr beschlagenen Leute wie unseren lieben Capitano hier zu behalten. Ich glaube auch tatsächlich, dass Martin Kind und der Verein, die haben so viel in die Mannschaft investiert. Jetzt stellen sie sich die Frage, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt den Geldhahn zudrehen und eben schauen, dass mit den großen Investitionen, die wir getätigt haben, eben doch nicht mehr drin ist? Und das ist es dann gewesen. Dann schreibst du im Prinzip diese großen Investitionen ab. Oder das kommt jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was obendrauf. Mhm. Und so nah dran, durch Investitionen noch was reißen zu können, sind sie ja auch selten gewesen. Das stimmt. Ja, insofern. Um jetzt nochmal nach vorne zu stoßen, brauchst du ja keine 12, 15 Millionen mehr auf den Markt schmeißen, sondern vielleicht geht es ja gezielt mit 3,5 verteilt auf 2 Spieler oder mit 3 für einen tollen Spieler. Im Grunde können wir uns ja alle darauf einigen, wenn sie jemanden Vernünftiges finden, hat keiner hier was gegen einen Wintertransfer einzuwenden. Es ist nicht so, dass wir sagen, diese Mannschaft spielt schon so gefestigt und klar erkennbar einen deutlichen Stil, da darf auf keinen Fall jemand anders rein. Nein, nein. Es ist aber nach wie vor so, wenn du diese ganzen Mannschaften anguckst, die vor uns stehen, zum Beispiel Gladbach. Ja, ich meine, Gladbach ist aus derselben Situation gekommen wie 96, ein Jahr später, hat natürlich einen etwas größeren Namen, einen etwas größeren Zulauf, also ist halt einfach der etwas größere Club im Vergleich zu 96. Aber schau dir mal an, wenn die anfangen zu wechseln, was die für eine Bank haben, was die für eine Breite haben. Da kommt dann ein Traoré rein und macht ein super Spiel, dann kommt ein Rigota, dann... Wer? Rigota, dann haben sie den kleinen Bruder von dem Hazard. Okay, das sind jetzt alles Namen, die mir als Laie nicht sagen. Ja, okay, sagen, gut, aber wird jetzt jeder vernünftige Mensch mit Fußballverstand sagen, oh ja. Aber und Kruse und Hahn und so weiter, also die haben ja wirklich so ein Potenzial, die Mannschaft auch eben punktuell zu verändern, je nach Gegner auch oder je nach Anstrengung der einzelnen Spieler. Und das ist einfach nochmal hier was ganz anderes, weil wenn wirklich sich mal wer verletzt, dann wird es dünn von der Stammelf. Ja, das ist richtig. Lass uns doch mal jetzt mal einmal ganz kurz, weil Volker das ja auch angesprochen hat, einmal ganz kurz, so gut wir das noch hinkriegen, die vergangene Hinrunde quasi auf Unterhaltungswert abklopfen. Dann können wir auch mal gucken, wie viel Volker tatsächlich von der Saison mitbekommen hat. Ja. Das wird wahrscheinlich gleich... Das ist so eine Art Quiz hier, Volker. Es geht nämlich los, erstes Spiel, wir gucken mal. Das erste Spiel der Hinrunde, das war Hannover 96 gegen Schalke. Das steht ja jetzt demnächst dann auch wieder an, nur halt auf Schalke. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Das war ein großes 1-0, oder? Mm-mm. Was sagst du? 2-1. 2-1, ja, das wäre ja typisch. Gucken wir mal. Lagen wir hinten. 2-1. Aber haben wir noch gedreht durch Tore von Pripp und Bittencourt, glaube ich. Ich glaube, Mareile wird uns jetzt ohnehin in die Tasche stecken. Na gut, schauen wir mal weiter. FSV Mainz 05. Das habe ich vergessen. Gegen Hannover. Volker, weißt du da noch was drüber? Hatte das Spiel Unterhaltungswert? Ist es dir im Kopf geblieben? Nein, es ist mir nicht in Erinnerung geblieben. 1-1. Ich sag auch nichts anderes. 0-0. Ich weiß es einfach nicht. 0-0. Gut, Matthias, stimmt. Jetzt kommen diese. Ja, jetzt kommen die Nullnummern. Jetzt kommen die Nullnummern. Ja, genau. Okay, weiter. Ja, alles könnt. Okay, das glaube ich, weiß ich noch. Hannover gegen Hamburg. Da war ich nicht in Deutschland. 2-0, meine ich.
Oder 2-1? Ich würde auch wieder. 2-0. Ah, okay, 2 Tore für Hannover wusste ich noch. Das war ganz unterhaltsam. Ja, das war ein super Spiel. Das war ein sehr gutes Spiel, ja. Das letzte, glaube ich, für eine Weile. Da sah Hamburg auch recht alt aus. Da war Slomka noch da. Da war noch Slomka da, ja. In Hamburg, nicht bei uns. Ja, natürlich. Mach mir keine Angst. Paderborn gegen Hannover. Volker, weißt du das noch? Paderborn, Riesennummer. Das fand ich ja mal richtig stark. Von Moritz? Moritz, ne? was war das? 1-3 oder 0-3? 1-3. Und das Besondere war das? Oh, 2-0. Na gut, egal. Aber das Besondere da haben wir doch 3 Tore gekriegt. Ich meine, wir hätten 3 gekriegt. Ja. Und das zweite war das 80-Meter-Tor von Stoppel. Das gucke ich jetzt nach. Bin auch nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall das letzte Tor, ob es das 2 oder das 3 war, hier wird von draußen aber nochmal gesagt, 2-0 stimmt. Gut, auf jeden Fall das zweite Tor war wer? Moritz. Stoppel kam, ne? Stolper kam. Ja, genau. Der lange Ball. Ja, 80 Meter. Das war ein Ball, das war mit Unterhaltungswert, nur leider von einem ehemaligen und nicht von einem derzeitigen. Wobei man jetzt auch nicht sagen kann. Ich habe auch von Moritz immer viel gehalten. Ich habe an Moritz immer geglaubt. Mareino und ich, wir haben an Moritz immer geglaubt. Genau, Volker und ich haben auch beide immer an Balic geglaubt. Sehr gut. Der jetzt beim FSV Frankfurt. Balic rettet gerade Frankfurt. An Balic ich weiß, er tritt beim FSV Frankfurt gegen den Ball. Ja. Bleiben wir bei uns. Hannover 96 gegen Köln, Volker. Weißt du das noch? Gegen Köln. Nee, habe ich nicht drauf. Ich aber. Du hast ich glaube, es war ein schmutziges 1-0. Genau, von Joselu, 8. Minute. Mit mehr Glück als Verstand, oder? Ja. Ja. Okay. Hannover gegen Köln. Das war dann dieses also auch Ding nicht so ist toll richtig. Hier ja, auf dem Kopf. Das macht sich auch sehr kleidsam. Ja, VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Das war auch, scheiße. Das habe ich, glaube ich, auch in New York gesehen. Okay, das war auch nicht gut. Das weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Volker, hast du eine. Okay, man sagt der uns. Einzige Heimsieg des VfB Stuttgart in der Hinrunde. Ich kotze. Und hat Freddy das Frettchen doch nicht gerettet. Und dabei treten sie mittlerweile ich komplett. Ich meine 0-2 oder 0-3 sogar. Nee, 1-0 nur tatsächlich. Wird hier gerade schon eingeblendet. Aber, und das, obwohl sie mittlerweile ja komplett ohne 96 Altmaterial antreten, glaube ich, ne? Cocker Rausch wurde neulich mal eingewechselt in der Nachspielzeit. Immerhin. Na gut. Wow. Dann gucken wir mal weiter. Oh ja, das ist, glaube ich, nicht so schwer, zumindest wer gewonnen hat. Bayern München gegen Hannover, 4. Oktober. Ja. Weiß noch jemand das Ergebnis? Solche Spiele spreche ich nicht. Waren es 4? 4-0. 4-0, ne, ja. Ah, ja, ja. Okay, aber das ist ja nichts Besonderes. Bayern spielt ja auch nicht offiziell in der Bundesliga. Nein. Nächstes Spiel war Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft mit dem längeren Namen, scheiße, wie du gerade gesagt hast. Da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Aber Volker, weißt du es? Gladbach? Ja, ich wusste es, 0-3. Heimspiel 0-3, deswegen. Das habe ich auch erfolgreich verdrängt, glaube ich. Ja, da war ich nämlich schon wieder da. Das war mein erstes Heimspiel. Das schlechteste Saisonspiel von 96, fand richtig, ich. Da war ich einfach nur froh, mal wieder da gewesen zu sein. Aber das Spiel war grauenhaft. Das schlechteste Saisonspiel. 0-3. Das war ganz furchtbar. Nicht gut. Dann kam, Dortmund gegen Hannover, Volker, das weißt du noch, oder? Na, dann schieß mal los. Weißt du nicht mehr? Welches war das? Dortmund gegen Hannover. Also Volker, langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen um dich. 1-0. Ja, und wer hat die Bude gemacht? Karim Haki. Ach nee, das war irgendwann früher mal. Nee, das kann nicht sein. Kekse sind lecker. Wer hat die Butze gemacht? War das, Ich gebe dir einen Tipp, war das erste Saisontor. Ja, aber ich weiß es nicht mehr. Hiroshi Kiyotake, direkter Freistoß. Ah, der Freistoß. Ach ja, richtig, ja. Freistoß, da hat doch Hummels hinterher gesagt, der war ganz schön lange in der Luft mit Seitenblick auf Weidenfeller. Richtig, da hat ja Weidenfeller, der Gott hab ihn selig, noch gespielt. Also nicht Gott, sondern Klopp hab ihn selig, wollte ich sagen. Verzeihung. Gut, weiter. Hannover gegen Frankfurt. Habe ich auch schon wieder vergessen. Haben wir gewonnen, bin ich mir relativ sicher. Oder? Was? Nee, es war, glaube ich, ein Unentschieden. Es könnte ein Unentschieden. 1-1? Ich sag mal 1-1. Oder 3-3? Oder 4-4? Oder 4-4 würden wir noch wissen. Ja. Was steht denn da? Komm, zeig's uns. Regie, zeig's uns. Wir wissen es nicht. Das spricht nicht für das Spiel, dass wir es nicht mehr wissen. Wir wissen es nicht. Die Regie weiß es auch nicht. Schade. Und was war's? 1-0! Wir haben doch gewonnen. Na! Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Hab ich doch gesagt. Okay. Gleich weiter. Hertha gegen Hannover. Da war ich da. Das stimmt, da warst du da. Da haben wir auf jeden Fall, Volker, da haben wir was? Ich hab's nicht drauf, keine Ahnung. Ah, da haben wir gewonnen. 2-0. Auswärtsspiel. Das kennen wir gar nicht von früher, ne? Nee. Nächstes Spiel. Hannover 96 gegen Leverkusen. Das war nicht so gut. Stimmt, das war wieder Heimspiel. 1-3, meine ich. Stimmt. Volker, du weißt es eh nicht, ne?
Nee, ich weiß es eh nicht, aber ich hätte jetzt eher gesagt, also ich weiß, dass Kießling nach langer Flaute wieder getroffen hat. Ja, natürlich, weil das ist 96 ist immer dafür da, wenn es bei Mannschaften oder bei einzelnen Spielern besonders schlecht läuft. Genau, Kießling, ja. Das die Mannschaft haben wir ja auch für aufgebaut. Mario Gomez schon mal gemacht. Der hat dann auch ewig nicht getroffen und gegen uns dann 4 Tore mal gemacht. 1-3. Okay, gleich weiter zum nächsten Spiel. Das war Hoffenheim gegen Hannover. Das war auch Mist. Wundertüte Hoffenheim gegen Wundertüte Hannover. Mhm. Was, 0-3 oder was? Nee. Volker, da hast du was verpasst, das war ein guter Kick. Das war so ein 4-4-Spiel, das aber nur 4-3 ausgegangen ist, ich erinnere mich. Ja, bitter. Bitter, 4-3 Das war auch unnötig im Übrigen. Hannover gegen Wolfsburg, da die Mannschaft, gegen die wir immer gewonnen haben, diesmal nicht. War Mist. War ganz schön viel Mist, stellt man fest. Haben wir da nicht sogar geführt in dem Spiel? Gucken wir mal das Ergebnis an. Ich weiß es nicht mehr. 1-3, ja. Ja, es könnte sein, ja. Ja, oder wir haben zumindest zur Pause 1-1 gehabt. Oder ja, genau, zur Pause stand es 1-1. Ich habe die Glocke gekriegt. Ja, genau. Stimmt. Naja. Dann kam Werder. Das. Volker, das weißt du. Dann lass mich in Ruhe, ich möchte davon nicht sprechen. Okay, 2-2? 3-3. 3-3 sogar, oh mein Gott, 3-3. Entschuldigung, Matthias. Man vergisst ja auch mal ein paar Tore. Das war sozusagen das spiegelbildliche Spiel zu der Partie von jetzt von Freiburg. Da haben wir eben in der Nachspielzeit oder in der 88. eben noch den Gegentreffer bekommen, unnötigerweise. Ah ja, richtig, das war es, genau, ja. Das war so andersrum. Ja. Hannover gegen Augsburg, ja, das war jetzt erst diese Woche, das haben wir ja besprochen. Genau. Das erste auch noch. 2-0, genau. Und jetzt gerade erst am Wochenende, das war das Spiel gegen Freiburg, das war dann doch gerade nochmal so gütlich ausgegangen mit einem 2-2. Also wie du gerade schon sagst, es war relativ viel Mist dabei, aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt ja doch ganz zufrieden. Ja, also... Oder, Volker? Ja, eben ich... Ach ja, dir fehlt ja der Unterhaltungswert. Volker will mehr Lametta. Was glaubst du denn... Ja, dann mach du jetzt auch mal, wir fragen ja alle nach einer Prognose. Was glaubst du denn, was jetzt bei der Rückrunde, in der Rückrunde passiert? Gib mal deine Prognose ab. Keine Ahnung. Ich glaube, die Spiele werden nicht das Burner-Thema sein, weil es wird erwartete Siege und erwartete Niederlagen geben und vielleicht ein, zwei Ausreißer-Ergebnisse, irgendwas Spektakuläres dabei. Aber das werden Ausnahmen sein und ich glaube, alsbald wird man tatsächlich sich mit einiger Werbe auf Transfernachrichten stützen. Ja, okay. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es da vielleicht tatsächlich was Interessantes zu vermelden gibt. Genau. Was wird aus Ron-Robert Zieler, was wird aus Lars Stindl, also wirklich ganz, ganz wichtige Säulen in dem Team. Ja, über die wird man anfangen müssen zu reden. Okay, also wenn ich Martin Kind wäre, würde ich Lars Stindl zur Not aus meiner Privatschatulle bezahlen. Das wäre mir ganz gleich. Ja, oder wenn ich dem, weiß ich nicht was. Also da muss man wirklich zusehen, dass man den Jungen behält. Ja, in der Tat. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass man das ganze Erlebnis für die Spieler auch wieder ein bisschen netter macht. Dazu gehört das Niedersachsenstadion. Und da muss der Verein auch arbeiten. Ja. Das wird schwierig, weil wir haben es, Ja, ich wollte es nur anreißen. Es ist auch schwierig. Also man muss es mal sagen, für alle, die es jetzt gar nicht wissen oder zumindest nur so ein bisschen mitbekommen haben, Wollen wir denn vielleicht auf dieses Schlachtfeld den alten Peacemaker Jan Schlaudorf schicken? Wenn das geht, wäre das schön. Also es muss irgendwas passieren und es ist auf jeden Fall klar, dass ob man der Meinung ist, dass es richtig ist oder falsch, aber ich glaube wirklich, die nächste Geste muss vom Verein ausgehen, tatsächlich. Es muss vom Verein etwas gemacht werden. Es muss möglicherweise sogar in einer Art und Weise zu Canossa gegangen werden, wie man der eigentlich der Meinung ist, nicht zu Canossa gehen zu müssen. Aber es wird vermutlich gar nicht anders funktionieren. Das ist das Problem. So wie es jetzt Spiel gegen Augsburg war, ist es jedenfalls tatsächlich unerträglich, weil es wird in den Foren immer so schön und auch hinter mir meinte einer ganz aggressiv zu jemand anders, der ihn anblaffte, er soll sich doch bitte verdrücken mit seinem Kind muss wegrufen, da wo wir standen. Und dann meinte er zu ihm, ob er sich nicht seine freie Meinung äußern dürfte. Das darf er natürlich, aber nicht alle 5 Minuten. Nee. Da hört es dann irgendwann auf. Da muss man dann auch sagen, dann ist es wirklich nur noch eine Störung aller anderen im Stadion. Deswegen machen die das ja. Die machen das deswegen. Ich weiß,
Aber da muss, und da muss man jetzt was tun. Und da muss aber tatsächlich, ich glaube trotz allem, auch wenn ich jetzt eigentlich sage, das ist natürlich kindisches Verhalten, Kleinkindergarten, aber sie machen es halt. Und jetzt muss, es muss aber irgendwas passieren. Und ich denke mal, es muss vom Verein kommen. Vielleicht, indem sie Jan Schlaudraff direkt als Friedensverhandler meinst schicken. Meinst du, dass Jan Schlaudraff, also ich weiß ja, ich halte ja viel von Jan Schlaudraff, aber ich glaube, dass das nicht so seine, also nicht unbedingt so seine... Nee. Seine Abteilung ist. Weißt Nein, du, was ich ist, damit meine? Aber es gibt, es muss, vielleicht wäre es tatsächlich. Schmiedebach musste hinschicken, der Pöbel wäre dreimal. Ein, der Versuch eines Dialogs, wenn zusammen mit dem Spieler gar keine so schlechte Idee. Aber gut, da gehen wir jetzt auch zu weit. Ja. Wir können es auch nicht lösen, das steht mal fest. Zumal wir ja auch noch einen Anrufer in der wir Leitung haben. Wir haben noch einen Anrufer in der Leitung, der nicht Volker heißt, aber trotzdem natürlich auch noch drankommen soll. Deswegen, Volker, vielen Dank erstmal. Ja. Volker, wir würden uns so freuen, wenn du mal wieder an unserer Seite säßest. Wir haben einen Weihnachtswunsch fürs nächste Jahr, dass dein Feierabend es dir im nächsten Jahr auch mal wieder erlaubt, doch mal hier in Körperlichkeit zu sitzen. Oder alternativ, dass man meinetwegen so ein modernes 3D-System erfindet, dass wir dich hierher projizieren können. Habe ich auch zwei deine Wünsche Geist frei? Habe ich auch zwei Wünsche frei? Ja. Okay. Okay, dann möchte ich, mein erster Wunsch... hallo Fritze, ich möchte dich gern grüßen. Ich hoffe, du hörst noch zu. Bestimmt. Und zweitens, ich wünsche euch allen erstmal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke dir auch. Danke dir auch. Alles klar. Mach's Lieber gut, Volker, ciao. Mach's gut. Dann erstmal vielen Dank wohl. Für den Anruf und wir sprechen uns im neuen Jahr. Bye-bye. Mach's gut, bis dann. Ciao. So, jetzt noch Ratzefitze rüber zur Leitung 7 oder was für auch eine Leitung das sein mag. Der Klaus ist nämlich am Telefon. Wunderschönen guten Abend, Klaus. Hallo. Danke fürs Warten erstmal. Hallo? Klaus? Ah, das ist wieder die Leitung, die nicht funktioniert? Obwohl es die Zweier ist. Ah. Er müsste doch eigentlich reingeschaltet sein. Wir hören nichts. Klaus, falls du uns hörst und gerade einfach nur nichts sagst, könntest du das jetzt ändern? Nee, ich glaube, er hört Man hört nicht. Aber auch, dass niemand... Jetzt siehst du, das ist auch unser Lichtlein wieder aus. Jetzt ist das Lichtlein wieder aus. Ach, und wenn das Lichtlein aus ist, hat man ja Weihnachten eigentlich auch... verpennt. Ich mache mal kurz ein Lied. Wir haben ja heute zwei Lieder. Ach, gleich zwei. Ja, und deswegen kann vielleicht Klaus reingeschaltet werden während des ersten Liedes. Dann haben wir nämlich noch mal. Kann Heavy eigentlich auch singen? Bestimmt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das aber heute funktioniert. Aber du hast es nicht mit ihr geübt. Wir haben es noch nicht geübt, nein. So, dann schauen wir mal. Ja, und zwar habe ich aktuell zwei Lieder mitgebracht. Eins. Oh, hallo! Habe ich gerade jemanden gehört? Nein. Nee, wir haben ja gar kein Licht, dann kann es ja eigentlich nicht sein. Okay, dieses Lied hier ist einfach nur, das muss jetzt einfach mal sein. Das hat jetzt nichts Weihnachtliches, sondern es ist nur zum Spiel einfach nochmal. Hatten wir auch schon mal das Lied. Soll Seppi vielleicht derweil schon mal das Schalke-Spiel tippen? Kann er machen, wenn du das schaffst, dass Heavy nicht mitmacht. Viel Spaß. Weiß ich nicht. Wir machen das gleich mal in Ruhe noch. 2-2, na 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 na. 2-2, na 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 na. Gerade noch an der Pleite vorbei, na 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 na. Und ein Punkt statt drei, na 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 na. Mensch, ihr hattet doch Power, so kurz vor dem Fest. Zweite Halbzeit war Aua, besser man vergisst. Das ist so auf die Dauer, für die Geduld ein Test. When everyone gives everything, doch Tore wollen beinahe nicht gelingen. Das ist Scheiß, na 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 na. Aber besser als Marco Reus, steht ihr trotzdem da. 2-2, na 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 na. Ein Punkt statt drei, na 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 na. Ja, das war's schon? Ja. Das war nur so das aktuelle das Lied. Das war sehr stimmungsvoll. Dankeschön. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die Hunde oder zumindest mein Hund, Seppi, jetzt ist hier wieder deine Zeit gekommen. Du kommst mal schön, Seppchen. Komm mal hierher und mach mal down. Du bist auch gleich dran. So ist fein, Seppi. Ganz fein. So, guck mal. Seppi, und los. Wen nimmt er? Schalke hat er genommen. Okay. Dann entfernen wir bitte alles. Also nicht die Töpfchen, sondern nur das. Wir machen jetzt auch noch mal den anderen Hund. Genau. So, aber Seppi, nimm das noch mal raus. Und? Das willst du nimm gar nicht. Nimm es doch mal raus einfach. Ja, muss das andere erstmal aufessen. Ach so, okay. So fein. So, okay. So, wir tänzeln jetzt mal ins Bild. Komm, Heavy, komm. Oh. Hier. Ja, fein. Zirkushund. So, pass auf. So, Achtung. Seppi, bleib mal hier. Komm mal her.
Moment, zur Seite. Mach mal Sitz. Moment, Augenblick, du darfst noch nicht gucken. Moment. Zack. Muss ich gleichzeitig machen, das ist gar nicht so einfach. Zack, so. Okay, Seppi, wir hat haben gerülpst. Eine konkurrierende Meinung. Ja, okay, super. Abklatschen erstmal. Komm, abklatschen wieder. Nein, nicht. Erstmal abklatschen, nein, erst fressen. Du Seppi. Bist aber hier. Na gut, ja. Das sind aber zwei konkurrierende Meinungen, oder? Ja, Seppi hat ja auch letztes Mal, weil er zwei Spiele tippen musste, lag er ja auch nicht richtig. Er hat ja einen Sieg und eine Niederlage getippt. Das ist richtig. Ja, wobei auf der anderen Seite ich nicht so richtig weiß, wie der Hund einen Unentschieden tippen soll, ja. Weil das Essen liegen lassen wird er wohl nicht. Nee. Hey, komm, hier, zack, jawoll. Oh, fein. Aber die Kamera hat es natürlich hier nicht. Da ja, jetzt, doch. Zack, ach super, wunderbar. Seppi kann das auch. Ja, natürlich. Wir können das, die nächsten Sendungen verschieben, ja. Sich nur um 10 Hundeminuten. Ja. Also 70. Also 70, genau. Sehr gut. So, dann sind wir jetzt, ist der Klaus noch mal da? Wahrscheinlich nicht. Nee, ne? Nee, ich glaube, so wir, aus, die Leitungen sind tot, Matthias. Es tut uns so leid, wir Klaus. Wir haben auch eine halbe Stunde schon überzogen. Wir haben schon so massiv überzogen, ja. Ja. wir haben ja heute ganz am Schluss noch was ganz anderes, also ein ganz anderes Lied, aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich wollte, ach nee, das ist es ja gar nicht. Der hört sich an wie ein Vogel oder sowas, ja, dieses Geknurre. Kann er, ne? Das ist irre. So, ein verrücktes Tier. Finde ich es auch nicht hier drin. Das ist vielleicht ja ist, schön. Ist die Heavy auch neidisch, dass du so ein schönes 96-Halstuch hast Heavy und sie gut. Nicht. Hm? Meine Damen und Herren, genau, wir wollten eigentlich, ach ja, dann machen wir das, wollen wir das vorher machen? Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt. Dann zeigen wir das jetzt erstmal kurz, während ich hier den Text aufrufe. Denn wir haben es vorhin schon angesprochen, nicht nur Joe Cocker ist gerade erst von uns gegangen, leider ist auch an diesem Wochenende Udo Jürgens verstorben und Udo Jürgens hat ja dann doch auch eine Verbindung zu vielem und auch zum Fußball gehabt und wir haben ihn in der Sendung ja auch schon verwendet, also mindestens erst vor kurzem mit, aber bitte mit Sané, nicht? Unser ja. Plädoyer für Salif Sané und er hat uns so wunderbar viele Lieder hinterlassen. Ich bin sicher, wir werden auch in Zukunft noch das ein oder andere in der Sendung verwenden und freuen uns, wollen uns wenigstens ganz kurz mal hier uns an ihn erinnern, eben auch mit seinem großen, wenn auch textlich vielleicht etwas fragwürdigen, aber die Roten kommen drin vor. Fußballlied, Buenos Dias Argentinien. Und ihn im Herzen behalten. Und vor ihn allem. So im Herzen behalten, ja. Genau. Hier mal ganz kurz. Buenos Dias Argentina, der war lang mein Doch nun schwenk ich den Sombrero, Buenos Dias, ich bin hier. Buenos Dias, Buenos Aires, wenn die rote Sonne glüht, rauscht von Ferne der Na. Da sind wir schon wieder raus, kurz nach der roten Sonne. Ja, na gut, wenn okay. Die rote Sonne glüht. Ja, so. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt ein etwas unschönes Fade-Out, aber wenn wir für eins berühmt sind, dann für unschöne Fade-Outs, macht ja, ja nichts. Wir werden aber Udo Jürgens trotzdem als schönes, nicht nur Fade-Out, sondern melodisches Element in unserem Geiste bewahren und schließen natürlich ja. Trotzdem mit einem Weihnachtslied. Vielleicht möchtest du so ein bisschen weihnachtlich klingeln. Genau. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt mit etwas verändertem Text jetzt. Wir verabschieden uns damit in die Winterpause. Genau. Ne? Und wünschen ein frohes Fest. Und aus dem Jahr bis zum Neuen. Genau. Have yourself a merry little winter pause. Let your heart be light. Immerhin, der Abstieg ist fast out of sight. Have yourself a merry little winter pause. Und im nächsten Spiel bitte zeigt noch einmal euer Ballgefühl. Die Erinnerung ist nicht so schlecht, aber gut auch wieder nicht. Wir freuen uns an neuen Zielen. Vielleicht lernt Brion sogar Fußball spielen. Und im Januar geht's schon wieder weiter. Am 31. genau. Vielleicht wird die Rückrunde ja eine Chance.
So have yourself a merry little Christmas now. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir sehen uns wieder. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Am 3. Februar, glaube ich. Oder 2. Februar. Ich glaube. 3. Februar. 2. Februar. Tschüss. 2. Februar.